Willkommen in Braga, eine der ältesten Städte in Portugal und zudem die mit den meisten Kirchen. Macht einen Spaziergang durch den historischen Stadtkern und besucht auch die Kathedrale, welche mittlerweile fast 1000 Jahre alt ist. Willkommen in Guimarães, der ersten Hauptstadt Portugals und zudem der Geburtsstadt des ersten Königs von Portugal. Guimarães ist zudem eine der europäischen Kulturhauptstädte des Jahres 2012. Also, lasst uns die Stadt erkunden. Guimarães Logo für die Kulturhauptstadt ist ein Herz, welches in alle Richtungen geöffnet sein soll. Bei einem Spaziergang durch die Stadt sieht man schnell, dass es viele Interpretationen dieses Logos gibt und der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Nach diesen beiden mittelalterlichen Städten zeige ich euch in der nächsten Folge den größten Nationalpark Portugals. Bis dann!